Herzlich willkommen beim Profil-Talk auf SchauTV. Ich spreche heute mit Simon Geetz aus der Außenpolitik-Redaktion. Ich bin der Christian Reiner, Herausgeber und Chefredakteur. Wie Sie richtig erraten können, haben wir eine außenpolitische Geschichte mit hohem innenpolitischen Anteil. Unsere Titelgeschichte dreht um die Frage, ob der Westen einknickt, das heißt, ob wir kriegsmüde sind. Wir haben sehr lange in der Diskussion, in der Redaktionssitzung darüber diskutiert, wie wir das angehen können, wie klar wird, ob das alle betrifft. Wir stehen kurz vor Redaktionsschluss. Wie weit sind wir denn jetzt? Also wir sind fast fertig. Wunderbar. Zum Glück. Ja. Danke. Aber wenn wir darüber reden, wie weit wir, also im Sinne von der Westen sind, es gab ja immer die Befürchtung, dass durch die Sanktionen, die auch Folgen für uns haben, also für den Westen, der Westen einknickt, bevor Putins Russland einknickt, beziehungsweise dass uns das alles mehr schadet als ihm. Und die Sanktionen haben leider nicht zu dem geführt, wie wir es uns erhofft haben. Also es hat schon natürlich die Wirtschaft Russlands schwer getroffen, aber nicht so schwer wie erwartet oder erhofft. Und deswegen mehren sich jetzt auch schon die Stimmen, weil es eben in den Ländern des Westens zu Inflation kommt, weil der Gaspreis oder der Dieselpreis wahnsinnig hoch wurde und weil es auch immer wieder eine Debatte gibt über Waffenlieferungen, gibt es halt die Stimmen, die jetzt lauter werden, die sagen, lass uns doch möglichst schnell Frieden schließen, damit das alles endlich ein Ende findet. Egal zu welchem Preis. Also auch zum Preis grober Eingeständnisse der Ukraine an Russland. Okay. Mir fällt vor allem auf, dass es immer mehr Menschen gibt, die nicht nur aus einem linksliberalen Milieu kommen oder auch aus einer grünen Bubble, die meinen, man solle doch Putin verstehen und man muss überlegen, Waffenlieferungen und so weiter, sondern dass sich das immer mehr auch in bürgerliche Kreise zieht, dass dort, wo man es schon am Anfang ein wenig gespürt hat, in den Vorständen von großen Industrieunternehmen, die immer schon gemeint haben, dann das Ganze möglichst schnell wieder befrieden, also dass es nicht nur prozentuell der Anteil jener Menschen, die sagen, es soll schnell aufhören, größer wird, sondern dass es alle Gesellschaftsschichten umfasst. Habt ihr da Beobachtungen dazu? Da gibt es zum Glück eine Studie. Also die Dinge, die wir schon länger beobachten, seit einigen Wochen, beziehungsweise eigentlich schon seit 2 Monaten beobachten, also diese Bruchlinie zwischen, da gibt es jetzt eine Studie, die sagt, dass die eine sind die Tauben, die möglichst rasch finden wollen, und das andere sind die Falken, die wollen Gerechtigkeit um jeden Preis. Und interessant ist da, dass sich das nicht entlang von politischer Couleur bewegt, sondern dass also zum Beispiel Wähler der AfD sind eher in diesem Friedenslager, das schnell Frieden will. Aber also rechtsradikale Deutsche. Genau, aber allein nicht nur die Rechten, ganz rechts, und auch nicht nur die ganz Linken. Was interessant ist, bei den Unentschlossenen, also bei denen, die sowohl im einen Lager als auch dem anderen Lager etwas abgewinnen können, das sind interessanterweise hauptsächlich, ich würde mal sagen, gemäßigte linke Grünwählerinnen. Aber abgesehen davon kann man kaum jetzt eine eindeutige Tendenz ausmachen. Ich frage mich immer, was eigentlich der Grund ist, warum sich das so verändert. Abnutzungserscheinung bei der positiven Emotion ist sicherlich allein Grund. Das heißt, das Mitgefühl lässt nach. Wir haben das auch natürlich bei Migrationsbewegungen immer wieder gesehen. Man wird es auch bei der Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine nach Österreich spüren. Derzeit gehen mehr UkrainerInnen zurück in die Ukraine. Aber das wird vielleicht nicht so wahrgenommen. Also einerseits ist die emotionale Abnutzung. Andererseits ist das, was du schon angesprochen hast, nämlich die unmittelbaren ökonomischen Auswirkungen. Und die sind ja noch gar nicht so unmittelbar. Ich schreibe gerade einen Leitartikel darüber, in welch verheerender Lage eigentlich Österreich sich besonders befindet, weil wir wenig Plan haben, zum Beispiel im Vergleich zu Deutschland, was zum Beispiel die Energiekrise betrifft. In Österreich haben wir eine sinnlose Vorwarnstufe bei Gas, weil in Deutschland bereits auf der zweiten Notfallstufe sind und so weiter. Aber mein Argument ist, im Herbst kommt die Sache erst so richtig dicke, weil derzeit spürt man bei Lebensmitteln und bei Benzin-Dieselpreis ein wenig. Viel mehr ist ja nicht da, der Rest ist noch gefühlt. Im Herbst und später werden die Energiekosten beim Heizen
extrem steigen und es wird vermutlich abseits von einer Lohnspirale oder vielleicht auch davon ausgehend zur Arbeitslosigkeit kommen. Ja, und dann, also spätestens dann, wird jede Unterstützung jeder westlichen Regierung durch die eigene Bevölkerung verloren gehen. Bei der Frage, soll der Westen helfen, soll der Westen Waffen liefern? Ja, und wenn der Anteil der Menschen, die sich überlegen müssen jeden Monat, kann ich jetzt meine Gasrechnung zahlen oder meine Miete, weil beides geht sich nicht aus. Je höher der Anteil dieser Menschen wird, desto mehr wird diese Polarisierung sein. Also, die Mieten steigen ja auch schon mehrfach durch die Inflation. Genau. Und ohne dass die Gehälter im gleichen Maße gestiegen sind, werden oder würden die Gehälter im gleichen Maße steigen, was auch zu befürchten ist, dann wird die Inflation wieder nicht runtergehen und die Arbeitslosigkeit erst recht steigen. Eben, und das, also diese Bruchlinie, die sich jetzt zeigt, die jetzt gerade größer wird, die wird im Herbst wahrscheinlich wirklich zu einem absolut ein gewisses Sprengpotenzial entwickeln. Und das, was Politiker heute schon sagen, also wir erinnern uns an Macron, der gesagt hat, wir müssen Putin ein Ausstiegsszenario bieten, oder es ist immer wieder die Rede von einer gesichtswahrenden Lösung. US-Präsident Biden kritisiert Zelensky mittlerweile öffentlich, ne, dass er nicht zugehört habe und so. Das ist ja auch ein Ausdruck dessen, dieser Spaltung. Und da wird sich halt die Frage stellen, wie reagieren Regierungen auf diese Spaltung? Versuchen sie, standhaft zu bleiben? Wie schnell wird die Ukraine jetzt diese schweren Waffen bekommen? Oder gibt es auch da schon ein Zurückrudern? Die USA liefern immer weniger. Die Ukraine stellt Forderungen, die mögen übertrieben sein. Ja? Aber selbst konservativ berechnet bekommen sie viel zu wenig, um Russland im Donbass noch viel länger standzuhalten. Das wird einfach nicht gehen. Ja. Und die militärischen Erfolge der Russen, Russlands, Putins, sind ja nicht zu übersehen. Also die Anfangseuphorie und die Überraschung auch, dass die Ukraine überhaupt Widerstand leistet, welchen Widerstand sie leistet, wie hochgerüstet die Ukraine und hoch ausgebildet die Ukraine eigentlich war, das verliert sich jetzt langsam. Trotz der Waffenlieferungen, die ja viel geringer sind, wir haben die Statistiken dazu im Heft an, wiewohl natürlich Zelensky Maximalforderungen stellt. Aber also für mich persönlich besteht überhaupt kein Zweifel daran, dass Russland diesen Krieg gewinnen wird. Die Frage ist nur, was heißt für ihn gewinnen? Also wird er sich mit den an Russland angrenzenden Regionen der Krim, die er schon hatte, und eine Landverbindung zur Krim zufrieden geben? Will er wesentlich mehr? Das wissen wir nicht. Aber das alles, wovon ich jetzt sprach, wird er innerhalb weniger Monate, also bis zum Herbst, mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht nur erobert haben, sondern auch halten können. Ja, und er hat seit ungefähr Anfang Mai die Initiative. Es stimmt, am Anfang hat er sich verschätzt. Da war der übermächtige Goliath, wurde quasi in die Schranken gewiesen vom David. Da war es natürlich auch einfach, Solidarität zu bekunden, weil da auf Seite der Gewinner zu sein oder das Stärkere, vermeintlich Stärkere in einem Konflikt, ist natürlich einfacher als zum Preis hoher eigener Kosten jemanden zu unterstützen, wo man gar nicht weiß, wohin das dann führen wird. Ne? Und Russland, macht jeden Tag kleine, aber doch Gebietsgewinne. Und jeden Tag. Und die Frage ist auch, wann wird Putin verhandeln? Also solange er in der Offensive ist und gehen da Gebietsgewinne macht, wird er nicht sagen, nein. Ein Stück vor keine Verluste, die Wirtschaftssanktionen funktionieren nicht gut, der Rubel ist komplett stabil, er bekommt ein Mehrfaches dessen, was er unter normalen Umständen für Gas und Öl bekommen hat, weil der Preis gestiegen ist. Er treibt den Preis weiter, indem er verknappt. Also er hat eigentlich die Macht des Handelns komplett in seiner eigenen Hand. Hat auch innenpolitisch alles im Griff, weil ein Autokrat tut sich natürlich leichter damit, Stimmungen im eigenen Volk gegen ihn irgendwie im Zaum zu halten. Keine freie Presse mehr und so weiter. Und deswegen, also wenn wir noch ganz kurz über das Technische reden, über Artillerie. Also die Ukraine fordert mehrfach Raketenwerfer aus Europa und den USA, die eine höhere Reichweite. Es gibt diese Modelle, die haben eine höhere Reichweite als die russischen. Und wenn man jetzt über 80 Kilometer hinausgehen und damit russisches Territorium tief ins russische Territorium schießen. Die Russischen haben ca. 50 Kilometer. Naja, und da kann man sich natürlich schon ausrechnen, was das für einen wahnsinnigen Vorteil bietet. Wenn ich 30 Kilometer im Vorteil bin, nur eines reicht halt auch nicht. Ne? Oder drei. So wie es jetzt, oder 10 sind jetzt angekündigt, dass sie liefern werden, die USA, die Briten und die Deutschen. Aber das wird auch nicht reichen. Wird deutlich mehr brauchen. Das heißt, es deutet vieles darauf hinaus, dass dieser Krieg nicht, wie der NATO-Generalsekretär Stoltenberg sagte, viele Jahre dauern wird, sondern dass man sehr viel früher zu einem Waffenstillstand, zu einer diplomatischen Lösung, also zu einem Ende des aktuellen Krieges, das wir jetzt als aktuellen Krieg sehen, kommen werden, ob wir das wollen oder nicht. Und das kann natürlich wiederum, wie schon vorher, ab 2014 nach der Krim-Besetzung, wiederum nur eine Vorstufe zu weiteren
weiteren Großmachtsfantasien, die Gefahr. Putins werden, die er dann umsetzen will. Das ist ja der Grund, warum der Westen hier eigentlich Widerstand leistet. Ja, ist aber durchaus möglich, dass das zu einem jahrelangen Abnutzungskrieg wird. Ne? Das ist natürlich auch möglich. Also wir hoffen natürlich alle, dass das nicht so weit kommt, weil je länger der Krieg dauert, desto mehr Opfer wird es auch geben, ist ja klar. Desto mehr Instabilität, desto mehr Flüchtlinge und auch global. Also man sieht ja Weizenlieferungen, die nicht mehr ankommen, in ganz armen Ländern, Hungerkrisen und so weiter. Nur möglich ist, ich glaube, aus jetziger Perspektive alles. Und warten wir mal auf den Winter. Wird Wladimir Putin in 5 Jahren ein wieder, vielleicht nicht gern, aber doch gesehener Gast im sogenannten Westen sein? Wird er wieder in der Wirtschaftskammer in Wien auftreten oder in Berlin, Paris und London empfangen werden? Ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich schließe nichts aus, ich kann es mir nicht vorstellen. Also wenn das passiert, die Kritik wäre von vielen Seiten niederschmetternd, zu Recht. Ich glaube es nicht. Okay, da unterscheiden wir uns in den Meinungen. Ich weiß, ich bin ziemlich allein mit meiner Meinung. Ich denke, dass in wenigen Jahren Putin zwar nicht gern gesehen sein wird, aber Putin wieder ein Staatsgast im Westen sein wird, weil die Pragmatik der Politik und erst recht der Wirtschaft überhand nehmen wird. Aber wir stehen dann in 5 Jahren wieder hier und werden darüber diskutieren. Gerne. Simon Gates, vielen herzlichen Dank, dass du mit mir diskutiert hast. Liebe Zuseherinnen, ab Samstagmorgen als E-Paper und ab Sonntag im Print die neue Profilausgabe mit einer Titelgeschichte über die Frage: Knickt der Westen ein? Sind wir kriegsmüde und dürfen wir das überhaupt sein?